Echt eine Herausforderung. Ei, ei, ei. Aber egal, alles wurde schon ausgebaut. Also es ging wirklich sehr schnell. Nicht damit voran. Egal, wir legen das hier wieder hin und tun so, als hätte das keiner gesehen. Wie darfst du mir bitte nochmal rausholen? Yeah. Art Kontaktkleber. Das kannst du ja auch gleich später mitverlegen. Voila. Das sieht so einfach aus, ne? Spurplatten, safe. Eineinhalb Stunden noch. Hier, was ihr da tut, ne? Der war so. Ah, nein, das ist vorne. Alter! Kurze Panikattacke. Schick wieder rein. Oh, ist schon drin, ist schon drin. Ist schon drin? Ist schon drin? Ah, super. Ich hab schon was nie aufgenommen. So, ich würde sagen, wir machen erstmal die Dichtung gleich rein. Und Dirk, bist du schon müde? Nö, nee, alles noch gut. Super. Macht's dir noch Spaß? Das passt noch. Das sind jetzt erst über 24 Stunden. Ja. Ja. Dieser noch Clip, ne? Ah, ah, welche Clip? So, hier rum. Warte, warte. Werkzeugkiste gerade aufgemacht, da ist nichts mehr drin. Da haben wir alles genießen. Also eineinhalb Stunden haben wir noch. Jetzt müssen wir reinhauen. Jetzt müssen wir reinhauen. Wir können den noch rausholen oder nicht? Ja, haben wir jetzt am Versuch, wir wollten nicht brechen. So. Und dann? Ja, das ist jetzt so. Boah. Weit vorne ist, weil hier sind die Löcher. Also hier sehen die gut aus hier hinten. Wenn du ein bisschen hochdrückst, sieht das gut aus. Nee, sieht auch gut aus hier. Stimmt, da ist ja das Loch noch, deswegen. Du müsstest eigentlich mit dem so ein bisschen durchstehen. Guck mal. Hast du die da drin, die schwarze? Nein, nein, nicht. So, wie weit ist Salvo? Ist schon da, hätte ich. Tür noch? Doch noch und noch. Krass. Wenn ihr beide drauf steht, könnt ihr euch mal ein bisschen aneinander reiben. Eineinhalb Stunden noch. Noch festhalten und spannen. Spannen? Du hast noch für die Tür so. Die Spannung steigt. Soll ich deine Ecke übernehmen? Ich werde gleich auf den Schweller und den Rato. Du musst jetzt so. Das ist so eine schöne Sommerfarbe, oder? Ich find's geil. Also ich hab ja gesagt, gelb. Ich habe ein paar Leuten gesagt, gelb, gelb, gelb. Jeder hat gesagt, nein, nein, nein. Und jeder, der es jetzt gesehen hat, hat gesagt, geil. Geil. Das ist mein Bi. Weil genau, ich habe mir das genau so vor Augen gehabt. Das ist genau so. Also nicht mal so gut vor Augen gehabt. Ne? Letzte Folie. Letzte Stelle. Und wir haben fast die 24 Stunden erreicht. Ich glaube, das passt hier alles. Ist noch Zeit oder sind die schon drum? Wir sind genau noch, also 15 Minuten, wir haben Viertel nach angefangen. Wir haben jetzt gleich genau 1 Uhr, das sind 24 Stunden. Aber Viertel nach haben wir angefangen mit dem Projekt. Ja. Gigantisch, das ist Luxuskram. Ich genieße.
Deswegen, ne, das ist so langsam. Genießen. Habe ich nicht gedrückt. Ja. Und dann, das Geile ist, ich gehe da raus und dann so fährt man auf die Landstraße. Landstraße, Auto kommt entgegen, erste durchgedrückt, zweite durchgedrückt. Dann sehe ich eine riesen Rauchwolke. Ist so, nein, Turbo Schaden. Ich habe das Auto gerade gekauft, ist so, oh nein. Leg dann 550, 580. So! Ohne Ladedruck nach Hause fahren. Hat auch geklappt, hat auch nicht mehr so stark geraucht. Und dann, geilste Kopf, Unwetter. Ich mach Scheibenwischer geht nicht. Es wird voll regnen. Ich dann erstmal alles kontrolliert, war links kaputt. Sicherung zum Glück, Sicherung eingebaut. Alles ein cooles Video. Zählt das jetzt eigentlich schon, dass ich durch bin? Oder erst mal geschnitten ist? Wenn es geschnitten ist. Wenn du sagst, ich bin fertig. Fertig. So. Jetzt auch, wenn ich keinen Bock mehr habe? Nö. Wir haben, also 27. 1 Uhr haben wir, also genau 24 Stunden und das Auto ist eigentlich fertig. Ich muss die Stoßstange gleich noch einbauen, die Leiste fehlt noch und dann kommt noch die Innenausstattung. Das war's. Wir haben es geschafft. Innerhalb von 24 Stunden, das du machst, das ist doch krass. Bester Mann. Was für bester Mann, beste Leute hier. Ja, hier, der Dirk, das ist ein Verrückter hier, der Einfach-Dirk. Einmal bitte zeigen. Der Typ ist sogar viel früher, also viel länger wach als ich. Er hat auch nicht geschlafen. Der kam von der Arbeit, hat hier geholfen, durchgemacht, ehrlich, durchgemacht hier die Nacht. Irgendwann kurz vor 5 zur Arbeit. Nach der Arbeit, direkt um 9 Uhr war er hier. Hat weitergearbeitet. Der hat keine Sekunde geschlafen. Ich habe nur wenigstens hier sitzen können, wo du hier auf der Arbeit warst. Und nicht mal der. Der hat doch noch richtig können. Maloch hier. Könnte auch bald einschlafen. Ja, jetzt sieht man auch. Ist auch jetzt. Aber echt. Ich werde auf jeden Fall eine Woche schlafen. Das heißt, wenn die Woche kein Video von mir sieht, dann weißt du Bescheid. Ich war eine Woche schlafen. Ist das erstmal ein Winterschlaf, ne? Winterschlaf, ey, Bruder. Also ich bin echt emotional. Ich werde ja später nochmal ein Video machen, wenn ich ausgeschlafen bin und das Ding nochmal sehe. Und dann echt mal alles so, ja, alles einwirken lassen und dann will ich nochmal alles nochmal detailliert, alles erklären und dann will ich nochmal reden. Aber 24 Stunden, wir haben es geschafft. Stoßstange drauf, die Leiste drauf. Die Kleinigkeiten mache ich dann später. Wir haben noch nicht die Innenausstattung eingebaut, die werden wir natürlich auch noch einbauen. Und dann machen wir Feierabend. So. Ja, den müssen wir auf jeden Fall ein bisschen reindrücken. So, jetzt noch einmal ein paar Schrauben rein, bis der erstmal ein bisschen halb kommt. Ja. Ja, aber ich glaube, die Community gönnt uns noch eine Stelle. Natürlich. Das sind alles Ehrenmänner und Frauen. Lederausstattung innen drin ist komplett drin. Wir drehen doch nochmal rein, wir finden uns das nochmal von innen an. Der war noch am Schrauben als letzter. Wir waren K.O. Also ich war K.O., ich saß da nur noch. Ne? Und das ist Hammer. Also es ist echt nichts gefegt oder so. Wir haben nicht irgendwie wir haben durchgezogen. Also ne, von der Community gibt es Zeugen oder so. So, hier haben wir noch einmal. Nochmal hier unser Lieben, der die Beulen rausgeholt hat, nochmal vielen, vielen Dank. Gerne, schön. Ja. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ja, super, top. Ja, also, danke nochmal. Sehr intensiv. Auf jeden Fall. Aber toll. Ja. Und, also wenn ich neben der Spur bin, nimmst du mir nicht übel. Ich bin einfach nur kaputt. Und ich muss auch hier Jack Breaker einmal natürlich auch loben.
der Typ war auch ganze Zeit am Film. Also ich werde das Video sowieso, also ja, ihr seht mich zweimal hier. Ich werde das Video sowieso verlinken und ich freue mich auf dieses Video von dir. Weil du hast so viele Sachen aufgenommen, was wir nicht aufgenommen haben. Ne? Also ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Ich muss auch, danke. Ne? Aber sag mir nochmal, was du mir gesagt hast heute, das war für dich emotional, hast du gesagt? Also, ganz kurz so. Der erste Tag war besonders emotional. Ja. Und zwar das Miteinander, dieses ja. Wollen und so weiter, das war sehr, sehr, sehr intensiv ja. für mich. Und das ist unbeschreiblich. Mir fehlen die Worte, weil letztendlich bin ich fast im zweiten Tag schon schlaflos jetzt. Ja. Und auch mein Sprechverhalten ist sehr ausgeschöpft. Gestern konnte ich dir das dann noch, sag ich mal, gut ja. formulieren. Ich denke, das ist wirklich einmalig, die Sache. Und also ich muss das nochmal mitnehmen, ja, ausruhen. Und also, das sind so viele Impressionen, die genau. ich erleben durfte. Ja. Ja, direkt im Geschehen und so weiter. Ja, also. Das war sagenhaft. So viele Ecken und Kanten, wo jeder, sag ich mal, kollektiv gearbeitet hat. Ja, muss ich auch sagen, auf jeden Fall. Ja. Danke nochmal. Ich werde dir natürlich noch einmal ein bisschen fertig machen und dann gibt es einen Kaffee. Einen kleinen Kaffee. Das muss. So. Erstmal den Dachhimmel zeigen. Dachhimmel wurde komplett gemacht. Das sieht wunderschön aus. Hat der liebe Michel gemacht. Mhm. Mit André und mit seiner Freundin. Das ist doch Hammer. Richtig schön. Krank, ne? Hammer. Ja. Und was für ein toller Stoff. Hammerstoff. Also ich kann euch diesen Stoff nur empfehlen, wie das geworden ist. Hier drinnen. Hast du das noch gesehen? Cool. Guck mal die Seiten. Guck mal hier rein. Hier. Ist noch ein bisschen. Geil. Und Lenkrad ist noch nicht gekommen. Lenkrad werde ich einmal, das ist heute in der Depot stecken geblieben, kriege ich erst Dienstag. So, Radio will ich aber ganz kurz zeigen. Radio? Findest du das so? Richtig schön groß, hier kannst du fernsehen. Ja. Wir müssen nur noch ein paar Sachen machen, aber das ist doch geil. Ne? Das ist voll schön. So was Großes ist schon immer. Ja. Mein Ehrenbruder. Bruder, Dankeschön. Nicht dafür? Ja, der hat ein Dachhimmel gemacht. Müssen wir auch mal nach Salzgitter fahren, hä? Ja, auf jeden Fall. Sagen wir immer, schaffen wir es irgendwie nicht. Er ist immer sauer auf mich. Aber ich habe ihn heute natürlich ein bisschen beruhigen können. Er hat einmal M3 hier angemacht und ein paar Mal Gas gegeben. Jetzt hat er alles vergessen wieder. Wollte er nicht rausfahren? Wenn ich gehört habe, dass ein 24-Stunden-Projekt nur davon abhängig ist, dass dir jemand einen Teil dafür schenkt, ja? Dann schenke ich dir demnächst eine Kleinigkeit für den M3, dann musst du das nochmal machen. Ja, Bruder. Damit der M3 wieder rauskommt. Aber danke dir, Bruder. Ja, ehrlich, danke. Ja, gerne. Sehr, sehr gerne. Und er macht ja auch ein Video. Das könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Gib mir Mühe. LEDs haben wir eingebaut. Ihr seht, das Ding ist schon ready. Rückfahrkamera ist hier hingekommen. Hier sieht man auch nichts mehr, wenn die Abdeckung hier drauf ist. Alles super. Sinan macht noch gleichzeitig hier Radio-Einbau. Sinan! Grüß euch, servus. Drinnen haben wir doch alles so schön. Wir haben Dachhimmel schön. Hier in der Mittelkonsole schön. Radio ist schön. Lenkrad. Lenkrad könnte doch besser sein, ne? Kurze Geschichte, heute ist natürlich ein, zwei Tage später, der liebe Sinan ist nochmal extra gekommen von Koblenz. Das Auto ist fertig. Wir haben das genau so, wie das steht, in 24 Stunden natürlich gemacht. Aber Radiogeschichte wollte Sinan noch unbedingt selber noch fertig machen. Am Dienstag haben wir es beschlossen, das zu machen. Am Donnerstag wurde das schon rausgeschickt. Leider ist es nicht gekommen am Samstag. Deswegen bauen wir das jetzt später ein. Mal schauen, was ihr dazu sagt. Ich finde es hammergeil. Achtet mal. Wow. Guckt euch das mal an. Extra dick. Gelbe Nähte natürlich. Warum ist der gelb? Also vom Greifen her, das ja. ist mega geil. Super. Und passt zum Konzept. Sehr gut sogar. Geiles Ding, das wird jetzt eingebaut. Sinan macht schnell noch das Radio. Das ganze Video seht ihr natürlich auf seinem Kanal. Seid gespannt. Seid gespannt. Also ich bin auch gespannt. Mal schauen, wie sich das Ganze noch gleich anhört.
Also das ist doch schon eine ganz andere Qualität hier, ne? Das ist doch... Also jetzt damit zu fahren, das ist ganz anders, glaub mir. Das sieht doch richtig gut aus. Also ich finde, das Lenkrad ist wirklich so das letzte i-Tüpfelchen für den Innenraum. Finde ich auch. Ja? So. Das ist der neue Facelift-Scheinwerfer. Der passt nicht. Warum? Das zeige ich euch jetzt. Wir haben hier natürlich... So, hier haben wir einen runden Stecker, hier haben wir einen viereckigen Stecker. Das hier brauchen wir. Der kommt an den originalen Stecker rein und dann wird das Ganze einmal verlängert und dann hier drauf. So, können wir auch sofort drauf machen. Das war's. Projekt ist schon zu Ende, aber wir haben natürlich auf ein paar Sachen gewartet, die kamen halt leider nicht, aber ich werde es jetzt trotzdem jetzt einbauen für euch. 20er Spurplatten könnt ihr natürlich auch bei KDS bekommen, da habt ihr einfach eine längere Schraube, bam, fertig. Vorne und hinten bekommt ihr 20er. Und dann haben wir für unseren S3, was man natürlich auch eintragen kann, auch bei KDS könnt ihr das bekommen, haben wir für unseren S3 ein Gewindefahrwerk, den könnt ihr für den 8N oder 8L, wie bei uns, für den Allrad. Das brauchen wir, das darf ich nicht verlieren. Und da brauchen wir gleich das Gewindefahrwerk ein, das ist für hinten. Boah, die Feder sind aber richtig kurz, ne? Mini. Ach, der ist schon fertig. Er ist ja Hammer. Ist das gekürzter? Ja, die bauen wir ein, gleich. Und dann möchte ich sehen, wie dieses Auto in einem verbreiterten Zustand und tieferen Zustand aussehen wird. Da bin ich auch gespannt. Und ob wir den von der Bühne runterkriegen. Ja, also krass darf der jetzt nicht tief sein, ne? Weil ihr seht ja auch, ich habe keinen Meter gefahren. Hier vom Febi, die Bremsen, die sind nicht mal gebremst worden. Also die Farbe ist immer noch drauf. Ich habe den keinen Meter bewegt bis dahin. Also was heißt keinen Meter? Natürlich. Der stand ganz weit hinten. Wir haben natürlich immer gefilmt hier und ihr dürftet den nicht sehen. Wir mussten so viele wegschneiden oder Szenen wiederholen, weil er ganz weit hinten zu sehen war. Ich so, nein, die haben das doch gesehen. Jetzt müssen wir wieder, die Stelle müssen wir wieder neu machen. Mhm. Das war, also die 2-3 Wochen, die waren schon schlimm. So, wir werden jetzt einbauen. Und danach bin ich mal gespannt. Und danach kommt noch was, was wir einbauen. Das, auf das freue ich mich. Und alles ab? Ja, schnell abgebaut. Aber die waren auch richtig kaputt, ne? Nee, überhaupt kein Widerstand. Ja, so muss das sein. Direkt. Was war? Komplett eingestellt. So, wir werden den auf jeden Fall tiefer einstellen. Und das Ganze werden wir mal schauen, wie das Ganze sich entwickelt. Ob das zu tief wird oder nicht. Das werden wir gleich sehen, wenn wir den eingebaut haben. So sieht es schon wild aus. Oh oh. Wir wissen es noch nicht. Ja, wir teilen es das mit euch. Ist es jetzt zu extrem tief oder ist es jetzt okay tief? Hm. Ich bin jetzt gespannt. Ich auch. Ich mache jetzt runter. Oh mein Gott. Oh, war's das? Was willst du denn noch mehr? Ich dachte, ein kleines Stückchen kommt noch runter. Was willst du denn noch mehr? Das sieht schon gut aus. Hä? Ich finde, der hat eine perfekte Tieferlegung jetzt. Was sagst du? Weiß nicht, warte, ich hab's noch nicht gesehen. Also ich find's geil. Der ist vorne ein bisschen tiefer, glaube ich, als hinten. Ja, ja. Weil hinten vorne hast du ja viel mehr Möglichkeit, tiefer zu machen. Hinten machen wir das ja sicher als hinten. Das sieht schon geil aus. Ja, das sieht nicht perfekt aus. Ja, finde ich auch. Perfekt. Also, ich hätte jetzt gedacht, okay, der ist jetzt sehr tief, das wird jetzt nicht so aussehen. Aber ich bin jetzt überrascht. Perfekte Tieferlegung. Passt perfekt, oder? Perfekt, guck mal, dieser Keilform. Ja, ich weiß. Auch diese 20er Spurplatten jetzt, ne?
Eidosch? Warte, können wir mal von vorne gucken. Guck mal, jetzt diese 20er Spurplatten perfekt. Achso, die Stoßstangen wollte ich noch festmachen. Habe ich vergessen, noch festzumachen, mache ich. Geil. Ach, passt irgendwie perfekt auf die 20er Spurplatten, oder? Ja. Also, jetzt bitte, bitte nochmal in die Kommentare schreiben. Sind die Felgen mit Bereifung jetzt gut oder nicht? Ey, die Felgen sehen jetzt aus wie 18 Zöller. Ich kann echt nichts dazu sagen. Also ich finde die Tieferlegung jetzt schon mal optisch sehr geil. Aber wie er sich fahren lässt, werden wir natürlich später sehen in einem anderen Video. Aber das ist geil. Er sieht einfach... Ich bin neu verliebt. Ich war ja schon verliebt, ne? Aber das Einzige, was mir echt nicht gut gefallen hat, ich war nicht sicher, habe ich die Reifen zu klein geholt? Oder was heißt geholt? Ich hatte die da gehabt. Hm. Und ich habe mir sogar noch extra 45er rausgesucht, ne? Vom Lager. Also ich hatte die Reifen schon gehabt und ich wollte die wechseln. Aber jetzt sage ich dir, safe nicht wechseln. So bleiben die. Wir haben Head-Up-Display. Ne? Ich habe es noch nie verbaut. Es soll aber ganz einfach sein. Lass es einfach mal kurz zusammen verbauen. Komm. Ja, das, was halt ausstrahlt. Oh, ach, das läuft über OBD. Eine komplette deutsche Anleitung. Das ist ja schon mal viel wert. Sonst habt ihr nur Englisch oder Chinesisch. Hier habt ihr eine deutsche Anleitung. Das heißt, hier wurde Geld reingesteckt, Mühe reingesteckt. Also gönnt euch das hier bei KDS. So, das 11. Ah, 11. Ach so, das ist ja spiegelverkehrt. Muss ja. Das muss ja spiegelverkehrt sein. Das muss ja so sein. Guck mal, du siehst das jetzt schon. So ist Stolle, soll ja ans Fenster strahlen. Ja, aber ne, wir wollen das natürlich nicht. Motortemperatur zeigt da. Ey, das ist ja geil. Hä? Boah, wenn er noch Ladedruck zeigen würde, ne? Dann wäre Baba. So, das ist KMA. Und das werden wir natürlich später testen. Ja. Ist geil, finde ich gut. Ey, ein paar Euro. Wird interessant bei der Fahrt dann. Ja. Da steht unser 24-Stunden-Projekt. Natürlich nicht ganz 24-Stunden-Projekt, was halt nur gefehlt hat, wie gesagt, einmal Fahrwerk und Lenkrad. Lenkrad ist Montag gekommen und Fahrwerk war halt mein neuer Sponsor KDS, der dazu gekommen ist und die haben uns das einfach danach zur Verfügung gestellt. Ansonsten hätten wir das Ganze ohne Fahrwerk gehabt. Ne? Das heißt, Lenkrad hätten wir noch zusätzlich, wie ich es gezeigt habe. Das war's. Aber sonst haben wir das in 24 Stunden so geschafft, wie da hier steht. Head-Up-Display. Ja. Kann man haben, muss man nicht, aber wenn man das hat, ich finde es echt cool. Ich freue mich schon nachts damit zu fahren und mal gucken, wie das so ist. Viele, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind und nicht wissen, was wir eigentlich hier gemacht haben. Wir haben das Auto einfach nur komplett geändert in 24 Stunden. Natürlich, ja, ihr habt es gesehen. Hier kommt ganz leicht Spachtel durch. Es war 6 Uhr morgens, wo wir das gesehen haben. Oder 5 Uhr morgens, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall haben wir gesehen, shit, das Ding schimmert durch. Ja, was mussten wir machen? Natürlich Folie wieder abmachen und dann schwarz lackieren und dann wieder drauf. Aber dafür hatten wir einfach keine Zeit gehabt. Und ganz ehrlich, mich stört das einfach nicht. Das sieht so aus, als würde da irgendwie Klarlack ab. Das Gute, das ist auch gelb, das ist auch gelb. Kamera sieht man da sogar noch heftiger als so. Aber das stört mich nicht. Das darf man natürlich nicht vergessen. Also es war zwar ein Lackierer da, aber ansonsten waren echt keine Fachleute dabei. Ne? Und jeder hat mitgemacht, jeder hat mitgeholfen. Das war einfach nur krass. Ich war sprachlos, ich war glücklich und sprachlos zugleich. Ich habe einfach nur stundenlang einfach nur zugeschaut und habe mir Arbeit gesucht. Ich so, ey, was soll ich jetzt machen? Da will ich anpacken, ging nicht. Da will ich anpacken, ging nicht. Ich so, okay, dann mach einen Livestream. An dem Tag habe ich zweimal Livestream gemacht. KS Designs, die uns die ganzen schönen T-Shirts und die ganzen Bänder und so machen. Die kommen natürlich auch drauf, aber der Salvo ist jetzt nicht da und ich will jetzt irgendwie nichts hier kaputt machen. Ich habe mir natürlich dieses Projekt ausgedacht und habe gesagt, okay, jetzt machen wir das Ganze. Aber ich hätte nicht im Endeffekt erwartet, dass wir so ein Ergebnis nach einem Tag haben. Also ich bin selber sprachlos. Hinter der Kamera Summit war live dabei. Du hast es auch mitgekriegt, ne? Das war also wirklich, allein auf so einen Gedanken zu kommen, ein Auto, was ganz anders aussah, wenn man das Auto jetzt das so Schrott, sieht. Das war ein Schrott. Der war wirklich, also vom Optik und von alles Optik. Her, innen drin, die Ausstattung, ja. Die hätte bessere Tage sehen können. Und innerhalb von 24 Stunden wirklich das auf die Beine zu stellen. Vor allem, ich bin ja einer, der Neuwagen sehr liebt. Und wenn ich da reingehe,
Der riecht nach Neuwagen. Okay, ich liebe okay, das. Okay, ich muss doch in den Urlaub hier. Was ist los mit dir hier? Jetzt deine Lebensgeschichte oder was ist los hier? Das Haus ist der Kameramann hier. Nein, also echt, ich muss mich einfach nur bei jedem Einzelnen hier bedanken, die gekommen sind, die mitgeholfen haben. Ihr wart fantastisch. Ich danke euch nochmal von ganzem Herzen. Was ihr an dem Tag gemacht habt, das werde ich niemals vergessen. Und glaubt mir, seit ich YouTube mache, war das mein schönster Tag. Ich kann das einfach nicht in Worte fassen. Das haben wir gezaubert, aber der Tag mit euch war nochmal 10-mal besser. Ehrlich, Dankeschön nochmal an die Leute. Die ganzen Leute, die unten verlinkt sind, geht einfach mal drauf, auf ihren Basis, ehrlich. Das sage ich jetzt nicht, weil die mir geholfen haben oder weil die das gesagt haben. Nein, die haben das überhaupt nicht gesagt, das kommt vom Herzen. Geht einfach mal drauf, gönnt denen nochmal ein Abo. Alle, die unten verlinkt sind, sind Ehrenmänner und ich würde mich selber freuen, wenn ihr denen einfach mal einen Daumen und ein Abo da lässt. Ehrlich, das würde mich mehr freuen, als würdet ihr mich abonnieren. Deswegen, Dankeschön nochmal. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. August geht's weiter. Jetzt mache ich erstmal 2 Wochen Urlaub. Und dann danke nochmal. Haut rein. Euer Kfz-Fuzzi. Bleibt gesund. Thank you.